Callsign. Zwei Spiele, ja, zwei Spiele ist okay. Da fechten wir gar nichts an. Nee, 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 nee. Englische Woche jetzt wieder Mittwoch gegen Neugersdorf. Ja gut, da müssen wir in einer Woche wieder von Ostersperre draußen, das ist okay. Kulusevski, Shaw und Sensi, alle verlängert. Good for you. Weil dann haben wir hier das eine Spiel und da dann das andere und dann ist die Sperre direkt abgehakt. Gut, dann, ja, Türkic geht sowieso raus, das heißt, wir verbessern die Mannschaft mit Danhof wieder ein bisschen. Wahrscheinlich auch mit. Oh nein, das ist gerade kein zweites Spiel. Aber ist egal. Ja, vielleicht mit dem ZM auch, wahrscheinlich auch mit Maderer. Und dann fällt das vielleicht nicht so auf, sehr auf, wenn wir da mit Strobel auf links spielen müssen. I need a hero. Form ist aktuell echt gar nicht so gut. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir nicht so schlecht dastehen, dass wir jetzt tatsächlich noch irgendwie das Ding verspielen, ne? Oberlausitz jetzt kein easy Gegner, aber vielleicht ein Gegner, bei dem man wieder ein bisschen zurückbauen kann. Dahnhof steht vor einer Gelbsperre. Madara. Vorlage Dahnhof. Let's go. Come on. So muss das. 2-0 vor der Halbzeit. Come on. Wo ist es? Kevin Bönisch mit der gelben. Dahnhof, Vorlage an der Matt. Yes. Yes. Genau so. So und nicht anders. 32, 33, 34, 35, 36, 38. Sechs Spiele sind es danach noch. Sechs Spiele. 31. Spieltag müsste jetzt. Naja, das müsste unser 30. Spiel sein. Danach haben wir 30 Spiele eigentlich. Felix Weber macht den Sack zu 3-0. Yes, sir. Weimar mit dem 4-0. Komm, schmeiß mal den Keeper mal rein, dass der wieder ein paar Minuten spielt. Gegentor noch kassiert, aber das ändert jetzt nichts am Ergebnis. Das Ergebnis sind, also schon, aber das Ergebnis sind halt 3 Punkte, sind die das. Also daran ändert es nichts. So, ja, noch 11 Punkte. Wie sieht es denn hier eigentlich mittlerweile aus? Oh, gar nicht so gut. Bei Madara, Nollenberger und Steiniger sind alle mit 8, 9, 10. Andermatt mit 7. Kirsch mit 6. Haben wir irgendwie mit 5? Nee. Tatsächlich kein mit 5. Vorlagen ist Andermatt mit 9 und Dahnhof mit 7 ganz gut dabei eigentlich. So, next up. Oha, Zorba einfach 16. Als wir das erstmal gegen die gespielt haben, waren die einfach Zweiter. Alter Schwede. Okay, das ist mal so Belastung. Und das war nicht direkt am Anfang, nicht am zweiten Spieltag oder so, dass die dann irgendwie dann runtergegangen sind. Nee, 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 nee. Uff. Gut, die Gespräche lassen wir mal eine Woche aus. Sonst ist jetzt wieder das Schedule verkackt. Und wir es heute hätten machen müssen. Jugendmannschaft können wir kurz gucken, aber ich glaube einfach, wir kriegen keine mehr, ja. Company. Always on. Und Silva der Harder noch überholt. Mats Hummels verlängert nochmal. Auch Luis Felipe verlängert diesmal. Chiesa noch Ablöse bekommen. Luis Felipe verlängert. Das sind alles Spieler, die ablösefrei zu Milan sind. Also in der Milan-Karriere natürlich, ne? I was born a shotgun in my hands. No stain. Yeah. Oh, ist das mit dem Golf nervig?
Die A gewinnt mal wieder. Das ist schön. Können gleich mal checken, dann wo die B hängt. Die genauso gut ist, aber also genauso gut ist sie definitiv nicht, weil die A wird Stand jetzt wahrscheinlich Meister, I guess. Also weiß ich nicht, ob das immer noch Stand jetzt ist, aber das war mein letzter Stand. Türkgücü 6%, Yalla, Olesen und Hürzeler. Tatsächlich, unsere Jugendspieler sind ganz gut gemacht eigentlich, ne? Wir können mal die Laien gucken. Wir haben noch La die Spieler verliehen auch noch, ne? Die habe ich hier ganz vergessen. Ergebnisse. Die B immer noch am Abstiegsplatz, aber ne, 8 Punkte dahinter. Sieht nicht gut aus. Die A ist noch drin. 8 Punkte vor dem dritten. Also bei der A sieht alles safe aus. Bad Company. Was verlieren wir da nächste Saison? Einen Innenverteidiger und einen Stürmer. Vielleicht ist da auch was bei den Leihspielern dabei. Es sind 2 Stürmer dabei, weiß ich. Es sind auch 4 Innenverteidiger, so glaube ich, dabei gewesen, ne? Vielleicht sind ja da schon gute Ersatzleute dabei. Die habe ich ganz vergessen. Wie kann ich nur? So, verliehene Spieler. Jonas Fock ist auf 51. Das ist gut. Ist ein DM. Ist nicht so geil, aber gut. Federico auf 47. Auch not bad. Was hat der? Fünfer? Schor auf 43. Marco Lott auf 45. Auch der ist ein Fünfer. Ja, Aaron Simpson ist 4 hoch, immerhin. Ist nicht so krass, wie vielleicht erhofft, aber immerhin. Immerhin. Ja. Oha, wir sind wieder 6-stellig im Minus. Leute. Muss wieder Finanzausgleich her. Ich einfach mehr vom Transferbudget nehmen könnte. Das wäre super. Das wäre richtig super. So. Bad. Bad Company. Till the day I die. So. 2-1 im Hinspiel gewonnen. Wir sind jetzt auf 16. Digga, wir haben gegen die gespielt, dass sie Zweiter waren. Wahrscheinlich gewinnen sie jetzt. Würde mich nicht wundern. Come on. Neuenberger. Hat 5-5. Der muss doch die Note jetzt mal ausgleichen. Bam. Nee, so nicht. Bam. Until the day I die. Okay. Halbzeit. Wolf wieder gut unterwegs. Aber Wolf ist alt, ne? Ja. Oha, wird seine Karriere beenden. Tschüss. Patrick Weimar, auch alt. Also relativ. Come on, Leute. Come on. Marder mit der gelben Karte. Können wir nicht nur gelbe Karten, können wir auch mal Tore. Dahnhof gelb, jawohl, Dahnhof ist damit endlich gesperrt. Aber dafür ist dann, wie heißt er denn? Lippert wieder da. Aber gerade so, aber gerade so gewonnen. So. Worst Case. Nur 8 Punkte vorne? Was? So viel haben wir doch gar nicht liegen lassen. Sind es noch 5 Spiele effektiv? Naja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wenn wir jetzt gewinnen, würden wir
immer noch Meister werden, wenn wir dann die letzten vier Unentschieden spielen, glaube ich. Müsste. Wenn ich mich nicht also fair überschlagen habe. Abdelrahman nicht so gut wie gedacht. Ja gut, das ist nur der Keeper, das ist nicht so dramatisch. Immer noch 8er Handicap. Also müsste doch zumindest langsam auf 6er Handicap gehen. Kann doch nicht sein. Na komm, na komm, na komm. Was soll ich denn machen? Ich kann halt nicht. Ich würde gerne, aber ich kann halt einfach nicht. Damit geht halt das Steining auch noch. Dann sind die beiden wirklich besiegelt. Dann haben wir den Ifon. Ja. Ne, sind gescheitert. Oh. Oh. So, dann muss Danhof aussetzen. Türgüç wird dafür spielen, das ist ganz klar. So, Mentoren sind fein. Jetzt noch mit den Leuten reden. Beredim, deredim, deredim, ja gut, Steininger ist halt jetzt durch, ne? Jetzt wird jetzt wohl auch noch ein Angebot bekommen hat, was halt nicht funktioniert hat am Ende leider. Kolwe. Strobel. Hürzeler. Türkgücü. Olesen. Ja, Wollo. Das erste Mal, glaube ich, dass es wirklich sich ausgezahlt hat, zu sagen: Hey, du hast die Saison sehr verbessert. Ich meine, der war aber ein Senkrechtstarter dabei. Der muss ja wohl. War, glaube ich, erste sogar. Also, muss ja wohl was dabei sein, ne? Danny Wagner, 1-0 für Sandersdorf. Come on, Leute. Come on, Leute. Nicht so. Mach nicht den. Mach doch nicht den. Nur no, komm. Nur no, komm. Na komm. Na komm jetzt. Mann. Halbzeit 1-0 hinten. Oha, Felix wieder verletzt. Ullmann, ja gut. Das ist aber auch ein bisschen ehrenlos, ne? Da haben sie das Tor gemacht, während Felix Weber verletzt war. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Ja gut, so viel zu. Ja, wenn wir dieses Spiel gewinnen würden, Madara mit einem 2-1 Anschlusstreffer. Ich meine, da geht noch was. Aber. Ist im besten Fall auch ein Unentschieden wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Olesen, 9, da sind noch 10 Minuten übrig, ne? Oder? Oder? Oder, Leute, komm. Tut es. Hat noch eine Chance in der letzten Minute. Aber hey, dann nehmen wir das Unentschieden mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Felix Weber fällt aus. 10 Tage. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Oha. Wernigerode. Toughes Spiel. Toughes Spiel. Es könnte noch mal ein bisschen eng werden. Das Ende der Saison hier ist nicht gut bisher. Er nahm the only one. Steffen Duke McKenna. Das ist ein Name. Geil. Steffen. Steven. War das ein Steven? Könnte auch ein Steven gewesen sein. Nee, kein Steven. Steffen? Keine Ahnung.
Aber Duke McKenna. Wernigerode. Vierter Platz, FC Einheit. Aha. André ist sehr wahrscheinlich Torschützenkönig zu werden in der Bundesliga. Glückwunsch an der Stelle, nicht, dass es überraschend wäre. Ist einfach André Silva. Ist halt einfach auf einem anderen Level. Großes Talent? Nee. Wobei, es wäre Gibraltese wieder gewesen. Hätten wir vielleicht mitnehmen sollen. Aus Prinzip. Ja, ein bisschen Geld. Können wir das schon wieder anpassen? Ja. Oha, oha. Imagine, wir schaffen es jetzt doch noch, also auszugleichen und dann die Jugendspieler zu verpflichten. Oha. Ja gut, letztes Programm. Ist tough. Sind vier taffe Gegner. Vierter. Gut, Bischofs Werder ist abgeschickt, runter auf 8 gefallen. Halle auf 7 und Plauen zweiter. 2, 4, 7, 8. Aber müssen wir ein bisschen Punkte mitnehmen. Immer gut, Plauen spielt auch noch gegen Wernigerode und gegen Halle. Das ist auch gut. Halberstadt. Haben wir schon 18 Punkte. Halberstadt sind wir schon. Ist nur noch Plauen, die mitspielen. Sind tatsächlich nur noch Plauen, die mitspielen. Also vielleicht mal ein bisschen Auge auf die Ergebnisse von Plauen werfen die nächsten Tage. Denn das ist jetzt ein bisschen relevant für uns. So, da können wir wieder Mentoren tauschen, oder wie? Halt echt. Ah, ist das schön, ist das schön. Einfach nur ein bisschen hin und her swappen und alle sind wieder zufrieden. On the Boulevard of Broken Dreams. And I'm the only one and I walk out my shadow. Aber ich würde tatsächlich, ich meine, gut, wir haben noch ein Problem mit den unfairen Gehältern, ein bisschen, wobei wir gar nicht so viele haben. Aber ich würde tatsächlich wirklich erst gucken, ob wir einige bis alle von den Jugendspielern mitnehmen können, weil das ist ja halt potenziell auch wieder Geld irgendwann, ne? Also ich glaube, das ist halt so oder so Gewinn. Wenn wir den Vertrag zahlen, wir werden mehr Geld bekommen, wenn wir sie verkaufen, als wir ihnen an Gehalt zahlen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dementsprechend würde ich erstmal für die Jugendspieler gucken und dann gegebenenfalls am Anfang nächster Saison oder so versuchen, das Gehaltsgefüge ein bisschen auszugleichen, wenn wir denn da noch Plus haben. So der Plan zumindest. Können wir tatsächlich theoretisch gucken, was Spieler kaufen könnten auch noch. Uiuiui, naja gut, aber so weit will ich mal noch nicht gehen. Ich glaube, wenn wir wirklich Regio aufsteigen, ist Ziel, das mal irgendwie so im Mittelfeld oder so einfach mal die Liga zu halten. Also primär nicht abzusteigen, vielleicht irgendwie im Mittelfeld oder so. Weil wenn wir da eine Saison im Mittelfeld mitspielen, stehen wir, glaube ich, nicht so schlecht da, dann gegebenenfalls die Saison drauf in die dritte aufzusteigen. Und in der dritten kann ich mir dann vorstellen, wird das dann schon ein bisschen zäher, dann nach oben zu kommen. Aber das Gute ist, wenn wir in der dritten sind, sind wir dann langsam, glaube ich, in der Situation, wo wir zumindest kein Problem mehr mit den Gehaltsbudgets haben und entsprechend die Jugendspieler unter Vertrag nehmen können, wie wir wollen. Und mit denen dann ein bisschen Geld machen und einfach uns eine gute junge Mannschaft aufbauen. Das Unentschieden war jetzt sehr unnötig, vor allem weil wir in der Überzahl sind, Leute. Macht jetzt keinen Blödsinn, bitte. Allein jetzt hier noch Unentschieden zu spielen, ne? Schon belastend genug.
Klauen hat gewonnen. Das ist nicht gut. Die sind potenziell nur noch 4 Punkte hinter uns. Wir können noch ein Spiel verlieren, aber wenn wir jetzt noch ein Spiel verlieren, müssen wir dann langsam mal Punkte machen. Ansonsten verlassen wir uns schon wieder darauf, dass Plauen auch Punkte liegen lässt. Wir können das jetzt nicht noch verspielen, also ganz ehrlich. Das geht nicht. Wir haben so bombig reingestartet. Ich meine, das Gute ist jetzt, dass wir potenziell dann eben den Puffer haben, da wirklich jetzt so reinzuscheißen, auf gut Deutsch gesagt. Aber ja, wir wollen es halt genauso wenig nicht drauf anlegen eigentlich, ne? Und dann nicht so sehr reinscheißen, dass wir das dann auch nicht holen. Also das die Liga halt, ne? Können wir mal spaßeshalber gucken, wie es bei Cottbus aussieht. Immer noch Zweiter. 5 Punkte hinter Hertha 2. Also dann Hertha nicht absteigt, was sie nicht tun. Ziemlich wahrscheinlich. 3 Spieltage noch. 9 Punkte. Die haben einen Unterschied auf die Rille von 7. Also wahrscheinlich nicht. Wird das ein bisschen knapp. Hier haben sie noch 4 Spiele. Ist machbar. Aber halt auch nicht mehr als machbar. A Seven Nation Army couldn't hold me back. So. Bischofswerdar. Unsere Form aktuell miserabel. Jetzt ist die Frage, können wir das noch rumreißen? Ah. So, jetzt nehmen wir wieder die Spiele, die tendenziell auch auch spielen. Lippert. Goller wäre Marderer. Gut, dann ist alle anderen noch, die wir können. From the Queen of England to the Hounds of Hell. So, also Leute, ganz ehrlich, jetzt müssen wir halt mal, ne? Jetzt müssen wir. Die haben eine gute Form, aber wir müssen. Das Programm wird nicht leichter. Wir spielen halt noch gegen Plauen. Das ist halt das entscheidende Ding. Klar können wir noch liegen lassen, aber im besten Fall stellen wir uns so, dass wir gegen Plauen liegen lassen können. Das wäre halt gut. Come on. Come on, Leute. Wo ist Marderer? Wo ist Nollenberger? Wo seid ihr? Eigentor nehmen wir mit. Nicht schön, aber wir nehmen das jetzt mal so. Wir nehmen das Geschenk mal so an. Jetzt müssen wir aber auch noch was draus machen. Komm, Marderer. Be that guy. Ausgleich. Nicht schön. Gar nicht schön. Come on. Last minute. Nee. 1-1. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Plauen hat wieder gewonnen. 5 Punkte Unterschied. Die haben ein Spiel in der Hand. Das heißt, Worst Case, 2 Punkte. 2. Ne? Jetzt kommt Halle.
Und danach kommt Plauen. Mehr haben wir dann nicht mehr. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Position, glaube ich, in der wir gegen Halle gewinnen müssen und dann blaue Punkte liegen lassen muss, damit wir nicht verlieren. Damit wir verlieren dürften gegen Plauen. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, also wenn wir nicht gewinnen und Plauen nicht liegen lässt. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, aber auf jeden Fall müssen wir gewinnen und Plauen müsste theoretisch einmal liegen lassen, dann wären wir frühzeitig Meister. Wenn nicht. Ja, von mir aus, Digga, dein Vertrag läuft aus. Hä? Wir müssen einfach gegen Halle gewinnen. Ich meine, theoretisch hängt das alles am Spiel gegen Plauen, außer die lassen auch nochmal liegen. Also aktuell hängt das alles am letzten Spiel. Prediction ist, wir gewinnen, weil wir hier gewinnen und Plauen nicht liegen lässt. Aber wir gegen Plauen unentschieden spielen. Okay. Ja, das geht natürlich. Wenn wir hier gewinnen, reicht ein Unentschieden. Das ist richtig. Das ist soweit richtig. Aber wir müssen halt erstmal gegen Halle gewinnen. Das ist jetzt erstmal das Schwierige an dem ganzen Konzept. I'm trying. Come on, Leute, jetzt. Come on. Wir müssen gewinnen. Eigentlich gibt es gar keine andere Möglichkeit. Ansonsten rennen wir halt wieder der Meisterschaft hinterher im Spiel gegen Plauen und könnten es im letzten Spiel da verkacken. Also können wir so dann immer noch, wenn wir jetzt hier gewinnen. Wenn Plauen nicht liegen lässt, aber ja. Null null zur Halbzeit. Come on. Wo sind die Stürmer? 1-0 für Halle. Ja, dann hängt es alles am letzten Spieltag, oder? Der Plauen hat gewonnen. Zumindest Plauen potenziell nächste Woche Erster. Okay, wir brauchen Aufbaugegner. Wir brauchen einen Aufbaugegner. Plus 4, sehr schön. Plus 3. Plus 5, sehr schön. Plus 6, sehr, sehr schön. Plus 4. Nee. Möchte nicht verkaufen. Leider nur plus 1, aber immerhin plus. Plus 4. Plus 5. Plus 4, sehr, sehr schön. Alle besser gewonnen. Alle besser gewonnen, das ist sehr schön.
So. Jetzt gucken wir nochmal kurz. Hier, ne? Buttern wir die 18.000 mal eben rein, ja. Das ist knapp, 14.000. Kann ich Verträge anbieten? Das ist die Frage. Ach Mann. Das Ding ist, eigentlich muss ich halt, wenn der 10.000 bekommt, wahrscheinlich schon 10.000 ins Plus gehen, um den dann so anbieten zu dürfen. Ah, wir könnten schon seit 4 Spieltagen vorzeitig Meister sein, ne? Aber wir haben mal so hart reingeschissen, dass es jetzt echt an dem einen Spiel hängt. Aufbaugegner, ich wollte ein frisches Spiel ansetzen. Ach Mann. Ist das too much? Wahrscheinlich, ne? Wechselablösefrei, gut, das ist jetzt nicht verwunderlich. Zu Sportclub Pfullendorf. Okay, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Viel Spaß da. Heinz von Heiden. Naja. Gibt Geld, ne? Gibt Geld. Infektion, jawollo. Das ist super. Infektion ist gut. Das ist ein guter Zeitpunkt für eine Infektion, vor allem der Goalkeeper. Warum tut das Spiel mir das an schon wieder? Wieso wieder kurz vor Ende? Wieso immer? Das war mit Milan so. Das war letzte Saison mit dieser scheiß Grippe. Aber irgendwie ist er wieder fit. Oh, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. So. Müssen wir hier wieder tauschen, oder wie? Nee. Okay, können wir da vielleicht eine A unterbringen? Als Mentor? Nee, okay. Dann nicht. Dann nicht. Tarnhof ist halt jetzt auch ultimativ genervt, aber. Ich weiß nicht mal warum. Ich weiß nicht mal warum. Trigger Fingers go. Invincible. Tja, das waren wir mal, wa? So, dann Aufbaugegner. Hoffen wir mal, dass wir die an die Wand schießen. Eins. Komm, Leute. Danke. Zwei, drei. Ja. Gut. Vier. Jawohl. Fünf. Ja. Genau so. Genau so. Das machen wir dann nächste Woche mit Plauen. Ja, 5-1 ist nicht so geil. 6. Sechs. 6-1 sechs, ist okay. Dreimal Marderer. Komm on, Marderer. Leipzig ist Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch. Leipzig. Oha, Plauen ist noch Zweiter. Die haben nur unentschieden gespielt. Die haben nur unentschieden gespielt.
Es heißt. Das heißt, uns reicht ein Unentschieden. Okay, das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt gucken wir mal kurz. Hier. Cottbus. Cottbus ist durch. 4 Punkte. Außer. Ne, Hertha ist auch durch. Yep. Gut, gucken wir dann nach dem letzten Spieltag. Cottbus zweiter, 4 Punkte hinter Hertha. Das ist Pech. Ja, viele, viele. Invincible. So. Unentschieden gegen Plauen. Unentschieden. Brauchen wir. Wie stehen denn die Jugenden da? Die A für die Meister. 2 Spiele noch. Oh, nee, nee, wird definitiv nicht. Müssen gucken, dass die nicht den zweiten noch verspielt. Dann geht's gut, wenn sie nicht hochgeht, geht's halt nicht hoch. Oha. Und die B könnte am letzten Spieltag noch vom Rilleplatz. Im Endeffekt gegen Schwarz-Weiß reden. Die sind. Wo sind die denn? Die sind noch hier gar nicht. BSV Schwarz-Weiß reden. Bin ich jetzt doof? Da. Die sind Zehnter. Die sind nicht so gut. Auerbach spielt gegen Türgücü München. Die sind aber auch nicht gut. Wir müssen nur mit 2 Toren Unterschied weniger verlieren als Auerbach. Wir könnten mit der Niederlage noch von den Relegationsplätzen, von den Abstiegsplätzen mit der B rutschen. Das wäre natürlich wild. The scars are how she got them. Through the valleys of an aging face that this world has forgotten. Die A gewinnt 4-0. Das ist nice. So, ja gut, können wir die Gespräche auf Sonntag warten, weil wir, das werden jetzt die letzten Gespräche sein, die wir machen. Also alles easy. Ist jetzt nicht so wild. Ha, wieso so spannend? Das hätte so easy sein können, ne? Die haben 604er Stärke, die haben eine Wahnsinnsform. Das sieht nicht gut aus, Leute. Ich sag's, wie es ist. Das sieht nicht gut aus. Wir gehen mit einer 602 rein. Wir haben 47er IV, 46er IV, 45er Stürmer könnten wir holen, theoretisch. Nee, reicht halt nicht. Also geguckt, ob wir vielleicht wen haben, der stark genug ist, um uns zu helfen. Aber nee. So, allen, die spielen, wahrscheinlich gut zureden, ne? Also soweit geht. So viele gehen nicht, das ist super. Das ist sehr, sehr gut, Kappa. Okay. Das ist nicht so geil. Gar nicht mit so vielen reden können, die spielen werden. Früher ist gut trainiert. Ich meine, letztendlich wissen wir nicht, wer eingewechselt wird, ne? Deshalb allen zureden, die. Den wir können. Aber ich glaube, das haben wir jetzt. Ja. So. Togic macht das echt gut rechts. Könnte man noch eins boosten, aber ist nicht so schlimm. Ja, gehen wir so rein, wa? Gegen Plauen.
Fünfer Form gegen einen halben Stern in Form. Form, die schlechter nicht sein könnte. Heimspiel, unentschieden für die Meisterschaft. Komm mal, Leute. Macht die Dinger rein. Sobald wir eine Chance bekommen, muss das Ding drin sein. Wir müssen jede Chance nutzen, die wir kriegen. Null plauen. Wir jetzt auch noch im Rückstand der spielen, ist das halt nicht besser, ne? Das macht halt absolut nicht besser. Gelb für uns. Verletzung für uns. Weil sie zu schön reden wollen, ist dadurch die gelbe Karte vom Platz. Türkgücü gelb. Ole ist mit dem Ausgleich der Youngster. Können wir vielleicht in Führung schießen? Für ein bisschen Sicherheit. Das Lied könnte gar nicht besser passen, ne? Ist das belastend? 86. War letzte Saison genauso 85. letzte Saison, ne? Die B hat 6-0 gewonnen. Damit ist die B wahrscheinlich auch zumindest durch. Ist das bitter? Die A ist wahrscheinlich Zweiter. Also müsste jetzt 13er Tordifferenz verspielen. Und die B ist tatsächlich noch auf dem 11. Ist das bitter? Wenn es nicht auch nur Limp Bizkit laufen würde, ne? Ah. Oh, ich bin enttäuscht. Oh, ich bin enttäuscht.
Ist das frustrierend? Das kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Nee, 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 nee. Da, also da fällt mir so absolut nichts zu ein. Können wir die anderen Ligen angucken. So ein. Leipzig Meister, Hannover führt runter, Düsseldorf, Relegation gegen Paderborn, Nürnberg, Hamburg hoch, Holstein, Osnabrück, Pauli, Relegation gegen Eintracht. Ein Punkt. Ein Punkt am Ende. Das ist bitter. Das ist bitter. Wenn ich sowas nur nachvollziehen könnte. Die Aufsteiger gehen alle wieder runter. Digga, Newcastle geht wieder hoch. Barnsley geht wieder hoch. Marseille gewinnt, Lille Zweiter. AC Mailand gewinnt mit 94 Punkten vor Juve und dann Inter. In Spanien gewinnt wieder Real. Düsseldorf geht hoch. Nee, Düsseldorf bleibt oben. Paderborn wohnt. Eintracht Braunschweig geht hoch. Ist das zum Kotzen, Digga? Das Ding ist jetzt mit dem Jugendspieler. Kann sein, dass wir uns das Budget zerschießen, ne? Weil das vom Transferbudget abgeht. Okay, wir sind im Plus. Reicht das? Reicht das einfach nur im Plus zu sein? Das ist die Frage. Oha. Ist das geil? Das ist halt so gut. Irgendwas Gutes muss jetzt noch passieren. So. Eigentlich muss er auch hoch, ne? Bevor er weggeht. Genauso wie der.
Wenigstens das. Wenigstens das haben wir geschafft. Irgendwie. Pisst mich das mit der Liga an. Das ist unbeschreiblich. Ach Mann. Es lief so gut. So, so gut. Okay, vier haben schon mal aktiviert, das ist schon mal gut. Nochmal 5 akzeptiert. Let's go. 3 laufen noch. Dass er keiner dabei, der so gut ist, dass er hoch muss. Wenn man in die Liga aufgestiegen hätte, ich vielleicht überlegt, das auf 6 Sterne hochzusetzen in der Jugend, ne? Dann das ist auch noch ein Vertrag auf, das ist sehr schön. Kappa. Oh mein Gott. Wo der eine Co-Trainer geht. Ich meine, wir haben noch einen Co-Trainer. Jetzt können wir tatsächlich mal gucken. Was könnte man denn wirklich gebrauchen? Ein Geschäftsführer? Ein Fitnesstrainer? Ja, Geschäftsführer. Fitnesstrainer. Theoretischen Sportdirektor. Oh Gott, wir sind wieder Minus. Weil die angenommen haben. Gott, das ist halt so eng alles. That's what he said. Ach, keine Ahnung. Scheiße, war drauf. Oha, wir sind 600 im Plus, das kannst du dir nicht ausdenken. Nein. Er lässt es mich nicht tun. Das ist halt wieder ein Neuner, ne? Ding ist, jetzt habe ich halt kein Budget mehr, um das irgendwie umzulagern. Das alles ist das große Problem. Ich meine, Stand jetzt habe ich ein positives Budget. Aber. Ist ja nur Stand jetzt, ne? Tausend. Ah. Hm.
Angebot für Lippert. Kann ich nicht machen, Digga. Kann ich nicht machen. Wer geht jetzt nochmal? Der Co-Trainer, der eine. Aber da haben wir noch einen. Nee, 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 nee. Das ist einfach unbeschreiblich. Oha, eine Spende von 50.000, wo ist die hin? Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Vielleicht. Ich schon wieder Geld? Nee. Oh. Eine fucking Fliege irgendwo. Digga, will die mich mobben? Digga, die will mich mobben. Glaube, jetzt ist er weg. Ich nur für ein Jahr mache? Nein, nein, ich bin nicht genervt, Leute, ich bin nicht genervt. Bin nur unendlich abgefuckt. I'm hung like planet Pluto, always shaped with an egg. I'm sick it where the sun don't shine. Mann! Wie kann das so unendlich abfuckend sein? Das ist unbeschreiblich. Einfach unbeschreiblich.